Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Das letzte News Update ist echt gefühlt ewig her. Es gab eine Weile lang nichts Besonderes über Apex Legends einfach zu berichten. Der ein oder andere von euch hat mich tatsächlich angeschrieben, hat gefragt, hey, was ist los? Stimmt irgendwas nicht? Nee, es gibt einfach nichts Besonderes zu berichten. Und um was geht's? Bevor ich gleich so ein bisschen Werbung für meinen Twitch-Kanal mache, weil ich jetzt meine Livestreams auf Twitch umdisponiert habe, es gibt auch den Link in der Videobeschreibung. Um was geht's heute? Drei Sachen habe ich. Einmal Skulltown Comeback. Was da genau gemeint ist, ist zwar noch nicht hundertprozentig klar, aber es steht fest, dass es das Oldschool Skulltown ist, so wie wir es kennen, nur kommt es auf eine andere Art und Weise zurück. Und damit meine ich nicht den Kings Canyon After Dark, wie wir ihn vor kurzem wieder spielen konnten. Als nächstes wurde ein Pathfinder-Buff angekündigt, der schon bald kommen soll. Und als drittes habt ihr vielleicht im Thumbnail gesehen, ein absolut legendärer Skin, wenn nicht sogar einer der legendärsten Skins. Und damit meine ich nicht die Variante legendär, sondern einfach wirklich ein absolut legendärer Skin kommt zurück oder ist zurzeit da. Eine Woche und einen Tag haben wir noch Zeit, diesen zu erwerben. Welcher genau, habt ihr sicherlich gesehen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein und was ihr für Voraussetzungen überhaupt dafür haben müsst. Wir fangen jetzt erstmal mit den Informationen rund um Skulltown an. Ich blende euch einfach mal einen Tweet ein. Und zwar wird hier geschrieben, dass Respawn einer der populärsten Locations in Apex Legends zurückbringen will, aber auf eine andere Art und Weise. Ich gehe mal davon aus, als wir jetzt vor ein paar Wochen Kings Canyon After Dark nochmal ausgiebig spielen konnten, hat man gesehen, immer wenn man aus dem Jumpship raus ist, ist gefühlt 60% der ganzen Leute mit diesem bunten Schweif, den man im Dunkeln so geil sehen konnte, die sind zu 60, wenn nicht sogar 70% alle nach Skulltown geflogen. Und ich denke, Respawn hat sich das zur Aufgabe genommen, Mensch, für die Leute, die ständig dahin fliegen wollen, müssen wir was machen. Ich habe darüber schon mal berichtet, dass es doch geil wäre, wenn wir so eine Art Party-Modus bekommen könnten. So eine Art COD-Manier, Team Deathmatch. Es landen, was weiß ich, 10, 20 Leute da und die befeiten sich gegenseitig, entweder alle gegen alle oder 10 gegen 10. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr euch vorstellen könntet. Auf welche Art und Weise könnte Skulltown zurückkommen? Also wir können davon ausgehen, Skulltown wird natürlich nicht dem normalen Kings Canyon zurückgebracht. Das macht einfach keinen Sinn, dass es zerstört wird und auf einmal wieder da ist. Davon können wir uns definitiv verabschieden. Ich denke, es wird ein Party-Modus sein. Ich hoffe aber, dass Respawn so schlau ist und das nicht wieder in so einem Event verpackt, wo wir vielleicht 2 Wochen dann einen Party-Modus haben und danach ist das wieder weg, sondern Respawn muss langsam mal ein bisschen innovativ werden und ich denke, ein fester Party-Modus, ein Ausweichmodus, der mal vielleicht nicht explizit ein Battle-Royale-Ding ist, sondern einfach, ich habe heute Bock, einfach mal Skulltown zu landen, gegen ein paar Leute zu fighten. Vor allen Dingen könnte man seine Skills ein bisschen üben. Du landest halt sofort dort, kannst sofort auf Gegner treffen, musst dich erstmal ewig looten und so weiter. Das ist zumindest meine Vorstellung, dass wir eine sehr, sehr kleine Zone haben, landen dort. Wie genau das, wie gesagt, aufgebaut ist, das bleibt unserer Fantasie überlassen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt, bevor ich das jetzt weiter ausdehne mit irgendwelchen Ideen. Höre ich jetzt lieber auf zu quatschen. Als nächstes haben wir einen Pathfinder-Buff, der auf uns wartet. Schon sehr bald soll er kommen. Was genau wurde geschrieben? Der Pathfinder wird bald etwas Liebe abbekommen. So haben sie es geschrieben und es soll schon sehr bald soweit sein. Entweder in Split 2, quasi am 29. September, wenn dann der Ranked-Modus wieder um 1,5 Stufen zurückgesetzt wird und wir auf dem Kings Canyon den Ranked-Modus spielen können. Ich gehe mal davon aus, wie in Season 5 werden wir wieder einen riesen Patch bekommen, muss sich einiges ändern. Es kann aber auch sein, wenn das explizit um Pathfinder geht, dass das vielleicht erst zum Start von Season 7 passiert. Was da genau natürlich geplant ist, weiß ich nicht. Steht auch nirgendwo geschrieben, wird auch nichts erwähnt. Ich gehe aber fest davon aus, dass der Grappling Hook ein bisschen angepasst wird. Ich gehe hier davon aus, dass der von 35 auf 25 Sekunden reduziert wird. Dann hat der Pathfinder ja nicht wirklich einen Ersatz zu seiner passiven Fähigkeit bekommen. Denn die ganzen aufklärenden Fähigkeiten, wie zum Beispiel noch Krypto und Bloodhound mit Pathfinder zusammen, die drei, die können ja jetzt alle diesen
diesen Mast scannen, die nächste Zone anzeigen lassen. Und ja, der Pathfinder kann das jetzt immer noch, hat aber keinen wirklichen Ersatz, außer dass er jedes Mal, wenn er einen Mast gescannt hat, 10% geringere Cooldown-Zeit zu seiner Zipline hat. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig besonders. Da gibt es auch sehr kreative Ideen, wie zum Beispiel gesilenced über eine Zipline heizen oder einfach schneller über eine Zipline heizen und so weiter. Auch hier schreibt gerne mal, was wäre vielleicht eine richtig geile passive Fähigkeit für den Pathfinder. Das dazu, wenn es natürlich genauere Informationen gibt, werde ich das natürlich auch preisgeben. Das ist natürlich klar. Und jetzt gehe ich kurz in die Live-Ansicht und zeige euch, welcher legendäre Skin, wer es jetzt aus dem Thumbnail nicht rauserkannt hat, welcher legendäre Skin zurück ist. Ich glaube, den hatten wir für ein paar Tage. Lasst mich lügen, in Season 1 oder Season 2 war dieser Skin mal kurz erhältlich und ich habe ihn leider verpasst, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich Geld in das Spiel investiert hatte. Ist jetzt noch 8 Tage verfügbar. Welche Voraussetzungen müssen wir erfüllen? Das ist ganz wichtig. Wir müssen den Skin der Alchemist, den müssen wir vorher besitzen, damit wir uns für, ich glaube, 10.000, 12.000 legendäre Apex-Token den uns zulegen können. Das ist wirklich einer der beliebtesten Skins überhaupt. Habe ich in vielen fremden Livestreams gehört. Hier habt ihr gehört, der Skin ist für ein paar Tage aktiv. Muss ich mir holen. Absolut geile Geschichte. Ich habe mir auf jeden Fall zugelegt, auch wenn die R99 nicht gerade meine Favorite-Waffe ist. Das soll es jetzt von diesem Video schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, lange ist her. Ich hoffe, dass ihr wie gewohnt oder in gewohnter Manier dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Nochmal kurz den Shoutout für alle Stammzuschauer, die regelmäßig meine YouTube-Streams verfolgt haben. Ich streame in Zukunft nur noch auf Twitch, nicht mehr auf YouTube. Das möchte ich kurz betonen. Es gibt natürlich für viele, die gefragt haben, weitere News-Updates. Es war nur eine Weile sehr still, weil um Apex Legends hat sich nicht viel bewegt. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch schon mal ein richtig, richtig geiles oder ja, ein richtig geiles Wochenende. Das war es jetzt von mir. Sorry, ich bin ein bisschen aus der Übung. Wie gesagt, lange her. Das war es von mir. Haut rein. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao.